Hallo und herzlich willkommen bei Salamis Lesezauber. Vor Weihnachten werden hier im Jukibutz Adventsgeschichten vorgelesen. Das werde ich mir mal genauer ansehen. Schau mal. Eine richtige goldene Schrift hat das. Das Buch heißt Wundersame Weihnachten. Und das Gedicht, das ich euch vorlesen werde, heißt Weihnachtszauber. Ein eisiger Wind weht um die Ecke. Wie gern wäre ich im Bett unter meiner Decke. Plötzlich höre ich leises Gebimmel. Rundherum herrscht dichtes Gewimmel. Da ist ein Mann in rotem Gewand. Er hat einen Sack und reicht mir die Hand. Ich gehe schnell weiter auf das Licht zu. Hier ist es schön, hier habe ich Ruhe. Hier gibt es Geschichten und ich höre zu. Ein kleiner Tannenbaum wurde als zukünftiger Weihnachtsbaum gepflanzt, doch so hastig, dass er beim ersten Windstoß umfiel und schräg weiterwuchs. Als er ein großer Weihnachtsbaum geworden war, war er immer noch krumm. Er wurde gefällt mit allen anderen Weihnachtsbäumen und in ein Geschäft gebracht zum Verkauf für die Weihnachtszeit. Aber die Menschen wollten ihn nicht, er war zu krumm. Und so blieb er noch einige Tage vor Weihnachten übrig. Ein kleiner Junge sah den Weihnachtsbaum und fragte den Verkäufer, wenn ihn niemand kauft, darf ich ihn dann haben? Und der Verkäufer gab ihm den Jungen. Weil der Weihnachtsbaum keine Erde hatte, nahm der Junge einen Karton, stellte den Baum hinein und ging ans Flussufer. Dort füllte er in den Karton frische Erde und so konnte der Weihnachtsbaum gerade stehen. Der Junge nahm den Weihnachtsbaum und den Karton und ging zu sich nach Hause. Aber der Junge lebte nicht in einem warmen Haus, er lebte unter der Brücke, in einem etwas größeren Karton. Dort stellte er den Weihnachtsbaum auf. Der Junge entscheidet sich, die kleine Tanne zu schmücken. Er geht in ein Geschäft, kauft dort Kerzen und Zündhölzer und beginnt, die Kerzen an die Tanne zu stecken. Und langsam trudeln auch andere Leute ein. Sie stellen sich im Kreis um den Jungen und um die kleine Tanne. Und ein Straßenmusikant beginnt, ein Lied zu spielen. Der Straßenmusikant, seht ihr ihn? Ja, was hat er für ein Instrument in der Hand? Eine Trompete? Nein, was? Eine Ziehharmonika. Und das ist ganz toll, weil wenn man Ziehharmonika spielt, dann hat man den Mund frei, auch zum Singen. Und dieses Singen, dieses Straßenmusikanten, das hat die anderen Leute angezogen. Gell? Das hat so schön geklungen, dass sie immer näher gekommen sind und sich um den Jungen versammelt haben. Und immer mehr Leute trafen zusammen. Arbeiter, die von der Arbeit nach Hause kamen oder Menschen, die im Theater waren, Urlauber. Und wie ihr sehen könnt, steht da ein Polizist, ja, mit der Pfeife im Mund. Und der versucht noch irgendwie, den Verkehr zu regeln. Aber alle wollen die kleine Tanne sehen. Denn schaut mal, wie wunderbar sie ist. Mit ihren Kerzen leuchtet und strahlt sie. Und alle Menschen wollen sie sehen. Die kleine Tanne platzte fast vor Glück. Und an diesem Abend
war der Abend der Heiligen Nacht, also der Weihnachtsabend. Und der Zauber der Heiligen Nacht war überall, auch bei der kleinen Tanne und beim kleinen Jungen. Zusammen hatten sie ein schönes Weihnachtsfest. Die Tage vergingen und irgendwann, obwohl die Tanne Erde hatte, verlor sie ein paar Nadeln und der Junge sagte, ich muss jetzt weiter in die nächste Stadt und er ließ die Tanne zurück. Und der Straßenkehrer nahm sie, legte sie oben auf seinen Wagen drauf und hatte eigentlich vor, sie mit dem Müll zu entsorgen. Aber als er sie genauer ansah, bemerkte er, ja, aber die lebt ja noch, diese kleine Tanne. Die ist ja gar nicht gestorben. Und so ging er nicht zum Müll, sondern in einem Park. Er hat sich eine Schaufel geholt und hat für die Tanne ein Loch gegraben und hat die Tanne in die Erde hineingepflanzt. Und hier seht ihr sie nach mehreren Jahren. Und sie ist keine kleine Tanne mehr, sondern eine große, wunderschöne Tanne geworden, wo die Kinder drauf herumklettern können und die schon ein bisschen Schatten spendet und die Leute, die heiß haben, können drunter picknicken. Also, die Idee vom Müllmann, sie einzupflanzen, war die richtige gewesen. Schaut mal, wie wunderbar groß und stark und schön sie geworden ist. Vor vielen, vielen Jahren, da lebte einmal ein Mann in diesem Haus. Der alte Mann dachte an früher. Er dachte daran, als er mit seinen Geschwistern an dunklen Nachmittagen am Ofen saß und wie seine Großmutter ihnen dann Geschichten vorlas. Und einmal erinnert sich, einmal, da hatten sie Sterne gebastelt. Und da hat er sich so gefreut, da hat er sich gedacht, ich gehe jetzt mal schauen, ob ich noch einen Karton finde, einen gelben Karton, um Sterne zu basteln. Dann ging er in den Keller von seinem Haus und dort fand er gelben Karton. Er freute sich, er begann, Sterne auszuschneiden. Lauter gelbe Sterne. Und dann plötzlich stand er auf und ging ans Fenster. Da dachte er sich, oh je, wird das Christkind meine Sterne sehen? Wenn in der Stadt lauter Leuchtreklamen sind, das Licht bei den Supermärkten und die großen Bäume, überall ist Licht. Oi, wird da das Christkind meinen Stern auch sehen? Der alte Mann nahm einen Stern und hängte ihn ins Fenster. Noch am selben Abend, Kinder, da kam ein Sturm. Der Sturm war so wild, dass er das ganze Licht von der Stadt ausgeschaltet hat. Alles war dunkel. Da ging der alte Mann mit seinem Topf voller Sterne durch die Gassen. Er wollte auf einen Hügel, denn er wusste, oben auf dem Hügel, da steht ein Baum. Und ich möchte diesen Baum mit meinen gelben, leuchtenden Sternen verkleiden. Und der Mann freute sich. Er ging und ging und kam oben auf dem Hügel an. Schließlich, da trieb der Wind die Wolken fort. Und inzwischen hat der Mann begonnen,
die Sterne aufzuhängen. Ein Stern nach dem anderen. Und während er weiter die Sterne aufhängte, da kamen plötzlich immer mehr Menschen zu ihm. Sie wollten alle sehen, was da oben los war. Große Menschen mit Kindern, Opas und Omas. Alle wollten sehen, was hier los war. Und wisst ihr, was der alte Mann dann gemacht hat? Er hat allen Menschen einen Stern geschenkt, weil es war so schön. Für ihn war plötzlich Weihnachten, denn plötzlich waren so viele Menschen da und er war nicht mehr alleine. Dann hat er jedem einen Stern geschenkt und die Menschen gingen mit den Sternen wieder heim. Sie gingen heim in ihr Haus. Und alle Menschen waren so froh, so viel Licht mit nach Hause zu nehmen. Und dann stellt euch vor, jeder hat sein Licht, seinen Stern mit nach Hause genommen. Und plötzlich war die ganze Stadt hell erleuchtet. Und der Mann oben am Sternenbaum, der war so glücklich. Solch Weihnachten habe ich schon lange nicht mehr erlebt, hat er sich gedacht. Und weil der Mann so glücklich war mit diesen Sternen, da möchte er auch euch einen Stern schenken. Darf jeder, du darfst kommen als Erster, deinen Stern mit nach Hause nehmen. Der soll dir ganz viel Freude bereiten. Darfst du zu mir kommen? Ja, wo sind denn die Sterne? Das ist der Sternenbaum. Und darf ich dir auch einen in die Hand geben? Hast du schon einen Stern? Nein. Ja, habe ich. Sterne sind die Vergissmeinnicht der Engel. Ein wirklich schöner Gedanke. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachten. Und das war's für heute bei Salamis Lesezauber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.